Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Gym Simulator 24, zur vierten Folge. Dann machen wir mal weiter. Eines einmal vorweg. Ich werde heute dann noch ein Fazit geben. Sicherheitsdienst ist auch schon da, perfekt. Verschmutzungsgrad. Einmal zur Erklärung. Was mich da recht triggert, ist, und das sage ich ganz ehrlich, der Baumodus. Man ist da jetzt gerade beim PC, kann das alles auswählen, gut und schön. Aber ich liebe ja die Ego-Spiele total. Nur, wenn man jetzt da was auswählt, im Baumodus, und dann zum Beispiel auf Fitnessstudio geht, dann wird dann angezeigt, zweiter Stock. Geht jetzt das allerdings noch nicht, weil dafür ist dieses Gym zuständig. Geht erst ab Level 11. Aber was ich damit meine, ist, das sage ich gleich, sobald wir das einmal gemacht haben. Wenn ihr etwas bauen wollt in dem Modus, zweimal auf Tabulator, gut und schön. Aber dann, man hat da jetzt da zum Beispiel schon die alten Laufbänder. Zum Beispiel, nur das bringt nichts. Wenn man schon die neuen Geräte installiert hat, also im Studio platziert hat, das bringt überhaupt nichts. Weil man kann es höchstens auswählen, ja, aber man kann es nicht verkaufen. Und was auch noch ist, und das sind eigentlich meine zwei ganz großen Mankos, wenn ihr jetzt hergeht, und zum Beispiel da was aufstellen wollt. Ja, hat man sich wieder gemerkt. Da ist nichts drinnen, klar. Eine Dekoration, da wird es euch ja so angezeigt. Ja, dann platziert man es und, ja, wieder zurück ins Inventar. Man muss praktisch selbstständig dran. Nur was mir am meisten ärgert, ist halt, aber das kann ich jetzt aktuell nicht herzagen. Jetzt sage ich dann gleich, sobald wir das dort erledigt haben. Man kann auch mit den DLCs, kann man so gut wie gar nicht interagieren. Man kann einer höchstens eine Watschen geben oder sie vollsprühen mit dem Deo. Und auch da ist eine. Und selbst da muss man dann sehr, sehr schnell sein. Die Interaktionen mit den DLCs lassen sehr zu wünschen übrig. Und das Spiel ist meiner Ansicht nach richtig klasse. Das muss ich euch schon sagen. Ich freue mich, dass es gibt und ich freue mich auch, dass sie es so gut gemacht haben. Aber zurück zum Baumodus.
Ich wähle da was aus. Ja, der Boxclub ist jetzt halt schon mit freigeschalten, bringt allerdings 0. Sag ich euch gleich. Ich wähle da jetzt da zum Beispiel mit das aus. Und dann kann ich das da irgendwo platzieren. Ja? Aber, wenn ich jetzt dort hergehe, oder wenn wir jetzt dort hergingen und in der Kabine was machen wollen, zum Beispiel eins auswählen, oder machen wir gleich zwei, hoppala, niedrige Klasse. Na, die schmeiß ich gleich raus. Niedrige Klasse gibt's bei uns nicht. Dann gingen wir da rein. Und Baumodus doppel, Umkleide auswählen, so, klasse. Die Spiel sagt dann zwar auch, hey, so kannst du es platzieren, aber am Ende ist das Ganze dann doch wieder rot. Jetzt kann man sagen, ja, Farb von der Spinte selber. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man dann da auf der in die Vogelperspektive gehen kann und dass man zum Beispiel ja dann das Ganze von oben aus platzieren kann. Was sie doch gut gemacht haben ist, und das ist erst seit dem neuen Update, der Sicherheitsdienst. Der sorgt dafür, dass die Gaffer nicht mehr kommen. Und die DLCs, die Angestellten, die arbeiten ja alle selbstständig. Da braucht man ja im Grunde genommen gar nichts mehr machen. Den muss man nicht extra ausschaffen. Da ist ein Verschmutzungsgrad. Die sind da schon klasse. Nur man kann halt, und da wünsche ich mir wirklich einmal, dass man mit denen besser interagieren könnte, was es mit den Frauen, dass man da einmal in ein Gespräch kommt. Oder dass man oben zum Beispiel mehr Informationen kriegt. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, muss ich schon sagen. Ich meine, die Interaktionen mit ihnen gut und schön, aber das sind eigentlich die einzigen zwei Mankos, die die ich halt so habe. Ich selber mag ja, ich liebe die Ego-Spiele. Solche Spiele sind für mich das Um und Auf. Also ich mag das total. Weil das ist einmal ein Ego-Spiel, da wo man nicht herumballert. Und man wird da zum Beispiel angezeigt, dass man nichts Essbares hat und dass man halt dann schnell einkaufen gehen muss. Oder wenn man gerade was anderes macht, dann kann man auch da jetzt dort zum Beispiel mal den Kumpel, die Arbeit abnehmen, das ist an sich eher eine klasse Sache. Weil wenn man da jetzt dort zum Beispiel die Kunden betreut, und
betreut unter Anführungszeichen. Man kriegt ja dafür einiges an Punkte. Ich habe das XP-System, das ist sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich schon sagen. Man kriegt für jede Kleinigkeit kriegt man XPs. Auch wenn die Angestellten was machen. Und ja, ein ausführliches Fazit kriegt es dann einmal später von mir. Wenn ihr wollt, dass dann noch eine fünfte Folge kommt, dann bitte einfach nur in die Kommentare schreiben. Oder ja, gebt mir ein Like dafür. Für die Folge. Jetzt muss ich allerdings noch was sagen. Und zwar ist ja die Meldung gekommen auf Level 7, dass man einen Boxclub eröffnen kann. Jetzt kann man aber bei der Ausrüstung, glaube ich, war das drinnen, einen Sandsack kaufen. Der ist zwar nur Kategorie 1, ja. Aber immerhin. Oder man kann da jetzt schon eine Reckstange besorgen. Das habe ich gemeint mit Außerswitchen, egal wo man gerade ist. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem ganzen Spiel haltet, ob euch das gefällt. Weil ich kann da nur betonen, so Ego-Spieler, ich mag es wirklich total. Also für mich gibt es im Grunde genommen auch, was Aufbauspiele betrifft. Ballerspiele mag ich überhaupt nicht, das gebe ich ganz ehrlich zu, liebe Leute. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das kann ich euch dann gleich mal sagen, die benutzt nämlich nicht alle beide Mikrowellen, sondern nur eine. Und wenn jetzt da zum Beispiel mal nichts mehr zum Essen da ist, dann wird das auch angezeigt. Und man kann am Tag nur einmal den Kühlschrank ausräumen. Nur wo ist der Kassierer? Man kann da jetzt natürlich alles nehmen, wenn man es jetzt leiten kann. Und das ist dann im Inventar drinnen. Im Fazit werde ich dann noch einmal was ausführlich wegen einem Baumodus sagen. Weil da ist mir ganz besonders was aufgefallen. Und was ihr da auch machen könnt, ist, statt dass ihr einzelnen Flaschen nehmt, das ist auch sehr, sehr gut gemacht worden. Die Kollegen, unter Anführungszeichen, die, was da der Let's Plays gemacht haben, die haben ja in die vorigen, in die öderen Versionen, das gemacht. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, ich als eingefleischter Ego-Spieler, es ist richtig klasse. So ein Spiel taugt mir. Weil man kann wirklich auch sehr, sehr viel machen. Und das Tutorial ist auch kurz und knapp gehalten. Hoppala. Da sieht man zum Beispiel jetzt, das zeige ich einmal auf die Schnelle, Erd, oder? Hat vom Sicherheitsdienst der Watschen gekriegt. Und man kann ja da zum Beispiel die Stadt erkunden und trotzdem kriegt man weiterhin XPs. Weil die Stadt besteht ja jetzt nicht nur aus dem Fitnessstudio,
Da kann man zum Beispiel die Inventarsachen verkaufen. Das habe ich auch erst jetzt gerade bemerkt. Also erkunden lohnt sich. Man kann auch da zum Beispiel, hoppala, da ist dann so eine unsichtbare Schranke offensichtlich. Und wenn man den richtigen DLC dann einmal erwischt, dann kann man mit dem da Wettkämpfe machen. Ich glaube, da ist jetzt da so einer. Trainingsherausforderung. Ich fordere dich für 250 Das ist so ein ganz lustiges Rollenspiel. Ist auch witzig und cool gemacht. Wenn man sich da jetzt so zum Beispiel, wo ist die Wohnung? Das war doch. Also, wo ist das? Da. Die kostet 10.000 Dollar. Sogar schon. Ab Level 2 verfügbar. Praktisch. Da geht man jetzt da dann rein. Ich glaube, man kann sogar. Nein, der ist nur aus Zierde. Aber da wiederum hätte ich mir gewünscht, dass man die Wohnung kann man ja ein bisschen umgestalten könnte. Weil wenn wir jetzt auf Level 8 dann gleich sind. Ah ja, da ist jetzt wieder das Teil. Hä? Wo ist denn unser Studio? Ah, da drüben. Wir müssen allerdings, wenn der Tag beendet ist, hoppala, müssen wir selber noch zusammenräumen, weil der Verschmutzungsgrad wird da herum angezeigt. Und weil ich schon mal gefragt worden bin, wie das jetzt dort ist, mit dem Updaten von den Angestellten. Viele, ein paar Kollegen haben ja gesagt, in ärgere Let's Plays, das geht. Nein, es geht nicht. Denn wenn ihr neue Mitarbeiter braucht, also wenn ihr einen Mitarbeiter updaten wollt, dann müsst ihr vorher einen entlassen und dann den mit der nächsten Geschwindigkeit praktisch einstellen. Man kann das selber nicht. Updaten. Man kann auch so keine Interaktionen mit denen führen. Generell. Die Interaktionen mit den DLCs, die lassen sehr zu wünschen übrig. Aber ich finde es gut, dass es einen Sicherheitsdienst gibt, weil der halt dann die ganzen Gaffer weg dann fern. Man braucht da die DLCs nichts anschaffen. Die machen das gleich alles automatisch. Hoppala. Man braucht sich praktisch gar nicht um denen zu kümmern und so hat man Zeit, dass man sich rein um die Einrichtung im Fitnessstudio kümmert und auch die Hunde sind optional. Aber dazu sage ich dann mehr im Fazit.
Für mich persönlich, und das sage ich ganz ehrlich, es ist ein lustiger Simulator, und ja, ich bin einfach nur gehypt von dem Zeug. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Jetzt machen wir zum Beispiel die Sache wegen einem neuen Studio. Da kann man zum Beispiel, man könnte ja jetzt schon einen Verkaufsautomaten einstellen, den er ist unter Pools extra. Aber der bringt so gut wie nichts. Der war ja in dem Studio äußerst primitiv, sage ich jetzt einmal. Weil der würde dann ja die Sachen wegnehmen, die was man so schon braucht. Hoppala. Na? Hä? Und genau das meine ich. Da muss man sich dann allerdings auch nicht selber drum kümmern. Wegen einem Weckerrahmen, soweit ich das weiß. Ach so, ich weiß schon warum. Hä? Wieso Hammer benutzen? Spinnt ihr? Einen Moment, ich mache das noch schnell fertig. Das ist eben der große Nachteil. Wenn man wieder mal zu aktiv ist und das Zeug da herstellt. So, dann machen wir die Hammersache noch schnell. Und das wir machen das jetzt nochmal auf die Schnelle fertig. Weil ich glaube, die. Hä? Haben wir benutzt? Wozu denn? Hä?
Ach so. Deswegen, alles klar. Dann haben wir da jetzt dort wieder einen schönen Poolbereich. Okay. Hoppla, okay, dann ist da beides schon Tour. Machen wir mal dann Schluss. Wo ist die Bude? Wo ist die Wohnung? Okay, das ist die Muckibude. Die müsste eigentlich da sein. Und dann schlafen wir mal. Ja, okay. Ja. Es ist natürlich eine totale Umgewöhnung jetzt. Aber wir machen das jetzt halt noch schnell mal, dass man das zeigt, oder hier stehen die Handelbank. Siehst du, das habe ich gemeint. Mein Baumodus. Dass das da so derartig umständlich ist. Das ist halt bei Ego-Sachen, ist das der einzige Nachteil, den was ich da sehe. Weil rein organisatorisch gesehen, Moment einmal. Das ist ein Bug. Haben sie es ja sehr gut gemacht, aber auch nur. Rein organisatorisch. Also da ist wirklich teilweise schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben. In manche Situationen. Okay, dann, man sieht das nicht ganz genau, wo man das hinstellen kann. Aber er kommt dann immer gleich und rammt das Zeug weg. Das ist auch wahnsinnig gut, muss ich schon sagen. Da streng. Überhaupt das DLC-System ist teilweise wahnsinnig gut. Großer Respekt an die Macher. Verschmutzungsgrad 10%. Da will man noch schnell mal kurz einen Werbe. Aus.
Mal vielleicht sogar einen zweiten. Und man levelt aber auch sehr, sehr schnell, das muss ich auch dazu sagen. Ah, da, Verbrauchsmann, da ist. Ah, das stellen wir da im Trainingsbereich hin. Und den muss man jetzt wahrscheinlich auch selber auffüllen. So wie ich das kenne. Oh, kann man das nicht? Was jedoch dann ein großer Nachteil ist für die Maschine draußen. Aber ich glaube, schauen wir nochmal. Ja, genau. Da sieht man es dann auch gleich schwimmen. Ich baue noch schon mal kurz einen Spa-Bereich und dann ist Schluss für heute. Da sind jetzt wieder ein Haufen Leute, das machen wir auch noch schnell. Standard gerne. Verschmutzungsgrad 3%. Ah, der muss dann noch ein bisschen Gas geben, der. Oh, VIP. Machen wir noch schnell das neue Dach auf. Erfordert Level 11. Okay. Schwimmbad. Ich werde mir noch ganz schnell beim Personal. Da werden wir einmal den Reiniger entlassen. Und Oh, sehr schön gemacht. Schön hell. Aber wir können ja im Ernstfall selber anpacken. Gibt dann mehr XP. Erfahrungspunkte. Die Maschine ist nur zu 30% gefüllt. Dann auffüllen. Hoppa. Nein, das müssen wir nicht nehmen. Das macht eh sie automatisch. Was ich aber sehr, sehr schade finde, ist, dass zum Beispiel der Fernseher keine Funktion hat. Machen wir die Leute noch schnell fertig und dann ist Schluss für heute.
VIP, gerne. Und nochmal. Ich helfe ihr noch schnell beim Reinigen. Weil die ist aber ein bisschen überfordert, kommt man so vor. Wo gibt's noch was? Hä? 4%? Okay. Ach so, ja. Ja, das ist auch eine Sache, die was ich persönlich nicht so super finde. Moment mal, ey, Sicherheitsdienst. Machen wir. Helfen wir ihr noch schnell. Die ist zwar eh sehr schnell, aber die 2% oder die geht, das muss nicht sein. 1%. Das dürfte eine sein, die ein bisschen stinkt. Ja. Gehen wir weg da. Man levelt wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist eine Sache, die auch verbesserungswürdig ist. Weil für den Anfang ist es zwar recht super, dass man mal zu was kommt, aber dann. So. Okay, und das war's auch schon für diese Folge. Wir machen noch einmal die Reparaturen. Und wie gesagt, das war's auch schon für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne ein Feedback hinterlassen, wie ich mich da anstelle bei dem Spiel. Und was ihr da verbessern würdet am Let's Play. Bis zum nächsten Mal über ein Abo, ein Like und natürlich eure Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und seid auch am Montag wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Gym Simulator 24. Ich mache insgesamt 6 Folgen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Euer Mike.